Suiseki sind besondere Steine, die ganz natürlich entstanden sind. Es sind sozusagen Kunstwerke aus der Natur, präsentiert durch den Menschen. Nur wirklich ausdrucksstarke Steine, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen, eignen sich als Suiseki. Steine, die sich als Suiseki eignen, sollten hart genug sein, um nicht im Laufe der Zeit von selbst zu zerfallen. Von der Größe her, zwischen Handgröße und einem Stein, der so groß ist, dass ich ihn selbst noch transportieren kann, ist alles möglich. Außerdem werden diese Steine nie bearbeitet oder geschliffen, sondern nur vorsichtig gereinigt und sauber gemacht. Schließlich ist es die richtige Präsentation, die das Ensemble als ein harmonisches Ganzes dann erscheinen lässt. Die Steine, die auf diese besondere Art präsentiert werden, können sehr unterschiedlich aussehen. Wie einzelne Berge oder Bergketten, eine Steilküste, wie Figuren oder wie Skulpturen. Oft gehört zur Präsentation auch die Herstellung einer Standbasis aus Holz, die auch Deiser genannt wird. Dadurch wird der Stein nicht nur in Position gehalten, das funktioniert auch wie ein Bilderrahmen für ein Bild. Dadurch, dass der Stein individuell eingepasst werden muss, ist die Herstellung sehr arbeitsaufwendig und sie erfolgt aus einem massiven Stück Holz. Suiseki laden zu wiederholter Betrachtung ein. Dabei kann man in den Landschaften und Formen immer wieder neue Details entdecken. Die Schönheit der Präsentation, die Details des Steines und seine Ausstrahlung lassen die Beschäftigung damit zu einem wertvollen Erlebnis werden.